Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary. Heute habe ich mal ein Team Deathmatch auf der Map Stadion für euch. Und zwar mit der MP5K mit Schnellfeuer. Dabei ist die Semtex nicht, sondern die Frag Grenade und die Stun Grenade. Ausrüstungsgegenstand habe ich keinen, da ich noch ziemlich low level bin. Ja, Secondary habe ich wahrscheinlich, glaube ich, ASP dabei. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Weil die eh fast nicht zum Einsatz kommt. Vielleicht ein bisschen mehr als in den anderen Videos, aber naja. Ja, also. Abschussserien sind die Aufklärungsdrohne auf der 3. Der Care Package, das Care Package auf der 5 und der Chopper Gunner auf der 9. Ja, hier hat mir mein Kamerad schon gleich mal wieder richtig den Arsch gesaved, sonst hätte ich hier nämlich einen Death kassiert. Ja, Stadion, wie gesagt, ist eine neue Map. Eine neue alte Map. Und zwar aus dem First Strike Map Package, das euch bestimmt allen bekannt ist und worüber ich auch nicht mehr viele Wörter verlieren will. Heute geht es nämlich um das Escalation Map Pack. Genau. Auf der PlayStation 3 habe ich jetzt heute das Escalation Symbol, Logo, Emblem, was auch immer, gleich mal im Startmenü gefunden und habe mir dann gedacht, okay, ja, schaust dir es mal im Store an. Tja. Nada, niente, null. Gar nichts. Dieser Dienst ist zurzeit nicht verfügbar. Tja, Pech. Also, das heißt, Sony wollte eigentlich, soweit ich weiß, das PlayStation Network Store Programm ab dem 31. wieder hochladen. Oder ab dem 31., wie auch immer. Und zwar ist es dann so, dass ja, der halt wieder online sein sollte ab heute. Oder ab morgen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird dann ab morgen spätestens, hoffe ich zumindest, der PlayStation Network Store auch wieder online sein. Und ja. Zweite große Neuigkeit ist, da, nochmal ein Double XP Wochenende. Vermutlich dann auch wieder mit einem Nuketown-Server. Ich werde aber es diesmal nicht wieder so übertreiben. Was heißt übertreiben? Ja. Ich habe das letzte Mal, also vor ein paar Wochen, an diesen 3 Tagen oder 4 Tagen, eigentlich waren es innerhalb von 3 Tagen, ein ganzes Prestige gemacht. Naja. Danach ist mir der Nuketown-Server dermaßen zum Hals rausgehängt und Black Ops eigentlich auch, dass ich nur noch MW2 spielen wollte, worüber manche ja nicht allzu traurig sind. Ja, und jetzt bringe ich eben, wie im letzten Video schon gefragt und auch sehr schön beantwortet von euch, danke, ist ja mal was, immer so abwechslungsreich wie möglich, MW2, Black Ops und ja. Das, ich habe da auch schon ein paar Videos noch auf Lager, also da geht mir so schnell nicht der Saft aus. Jo, weiteres zum Escalation Webpack. Ja, ich habe ja die 15 Euro für das First Strike Map Package auch schon ausgegeben. Und da sind wir wieder bei der Preisfrage. Ja, 15 Euro, dies, das. Das Problem ist eben nun, dass ich nicht wirklich Bock habe, jetzt schon wieder 15 Euro auszugeben, ganz offen gesagt. Aber ich will euch natürlich die First Strike Map, was laber ich, das Escalation Map Package natürlich auch nicht vorenthalten auf meinem Kanal. Also, das heißt so viel wie, wenn einer sich eh schon sicher ist, dass er sich das Escalation Map Pack runterlädt und vielleicht sogar sozial ist und mit mir das eventuell teilen, ja, scheren,
Falls der ja sich einen Account machen könnte, wie auch immer. Das Problem ist eben, ich habe nicht wirklich jetzt Lust, wieder 15 € auszugeben. Und falls jemand sozial wäre, für den springt auf jeden Fall dann auch ein bisschen Werbung auf meinem super bekannten Kanal hier hoch. ja. Du kriegst auf jeden Fall einen Keks, wenn du Glück hast. ja. Ansonsten werde ich wohl gezwungen sein, mir das kaufen zu müssen. Kann man nichts dagegen machen. Sieht dann halt so. Und das ist jetzt eine ganz schöne Szene, um aufs Gameplay zu kommen. Ich messe, der Typ fällt, ich leg mich hin und lebe noch. Ja, wie gesehen, ich habe noch keinen einzigen Death kassiert. Hatte schon meinen Chopper, bin jetzt auf einer, was weiß ich, Streak. Ich habe jetzt 8 Kills mit dem Chopper gemacht, soweit ich mitgezählt habe. Und ja. Endstats sind 26 zu 0, ein flawless Free-for-Fail, ein flawless Team-Deathmatch, genau. Und ja, ich hoffe, ihr könntet mir ein bisschen helfen. Und ja, zum Thema helfen, genau. Ich freue mich natürlich riesig über Daumen nach oben, favorisieren, wie auch immer. Das macht mich bekannt. Unterstützt mich dabei, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr davon überzeugt seid. Und von dem her verabschiede ich mich mit einem Ciao und Servus.